Zeit da draußen. Und der Hund begrüßt einen. Willkommen zum Ingolf Adventskalender und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Da es draußen so unfassbar kalt ist, dachte ich mir, wir reden heute mal über heiße Getränke, die man zu Winter- und Weihnachtszeit trinken kann. Wenn ihr mich sehen könnt, ich glaube, für den Hintergrund ist belichtet, nicht für mich. Also, hallo und willkommen zurück. Zuerst fangen wir einmal mal an mit der heißen Schokolade, mit dem Kakao. Das ist Hot Chocolate. Also Hot Chocolate. Übrigens, alle Wörter findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Dann gibt es neben der Hot Chocolate natürlich noch den allseits beliebten Glühwein. Und ich glaube nicht, dass es dafür ein englisches Wort gibt. Ich habe nämlich mal gehört, dass Glühwein Glühwein ist, da die den deutschen Namen übernommen haben. Ich glaube, es gibt dafür kein englisches Wort. Also Glühwein ist Glühwein. Sehr beliebt ist auch noch Tee. Also Tee. Wir haben bereits, der Hund gähnt, Tee. Wir haben bereits gelernt, wie man britischen Tee macht. Und guckt euch das wieder mal an. Ich glaube, am 4. Dezember kam das raus. Und dann gibt es noch den sehr beliebten Eggnog. Eggnog ist der Eierpunsch, den man trinken kann. Natürlich vieles alkoholisch, allerdings Hot Chocolate und Tee können auch von den Kindern getrunken werden. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen, ein bisschen über heiße Getränke zu lernen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Ingolf Adventskalender. Bis dahin, viel Spaß zur Weihnachtszeit. Auf Wiedersehen.